Hallo, ich heiße Lino Zedius und möchte in diesem kurzen Vortrag erzählen, was Soziokratie, Holacracy und Soziokratie 3.0 sind und was die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind im Kontext von modernen Thiel-Organisationen. Ja, es gibt die Soziokratie, Holacracy, Soziokratie 3.0, dann gibt es Lean und Agile und das Buch Reinventing Organizations von Frederic Laloux, in dem er eine neue Stufe von Organisation vorstellt und darin verwendet er den Begriff Thiel oder Türkis als neue Organisationsstufe. Und angesichts all dieser verschiedenen Begriffe und Konzepte kann man sehr leicht den Überblick verlieren. So ging mir das jedenfalls auch mal und deshalb habe ich mich entschieden, eben dieses Video zu machen, um da hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, fangen wir an mit Thiel-Organisationen. Also erst vor knapp 3 Jahren hat Frederic Laloux, ein Belgier, das Buch Reinventing Organizations rausgebracht, in dem er Fallbeispiele aufzeigt von 12 Organisationen, die eben neue Wege gehen und die pyramidalen Hierarchien hinter sich lassen und ja, sehr viel partizipativer, ganzheitlicher und sinnstiftender sind. Diese Organisation beschreibt er als eine neue Stufe. Dabei bezieht er sich auf das Entwicklungsmodell Spiral Dynamics, was eben die Evolution des menschlichen Bewusstseins oder von Menschen, von Gesellschaften, aber eben auch von Organisationen beschreibt und sagt eben, dass diese neue Stufe, die er anhand von Fallbeispielen beschreibt, eine neue Stufe, nämlich Thiel ist oder eben Türkis. Und diese Organisationsstufe kennzeichnet sich durch neue Durchbrüche, nämlich erstens Selbstorganisation, also sehr viel flexiblere organische Strukturen statt eben starrer Hierarchien. Ganzheitlichkeit, das soll heißen, die Mitarbeiter und Leute, die in der Organisation aktiv sind, können dort als ganze Menschen tätig sein und nicht nur mit einer professionellen Fassade. Und außerdem Sinnhaftigkeit. Also diese Organisationen haben einen höheren Zweck, dem sie folgen und sind nicht allein auf Profitmaximierung fokussiert. Ja, und die Holacracy oder Soziokratie kann man auffassen als Betriebssysteme für diese neuartige Stufe von Organisationen, also für Thiel-Organisationen. Und die Soziokratie und Holacratie beschreiben sozusagen Prozesse und Praktiken, mit der das funktional ausgefüllt werden kann. Also zumindest ist das der Anspruch. Ja, dann kommen wir mal zur Soziokratie sozusagen 2.0, beziehungsweise eben die klassische Soziokratie. Der Erfinder war Gerard Entenburg in den 70er Jahren. Und der hatte eben die Idee, nachdem er eine Organisation oder ein Unternehmen geerbt hat, ein neues Konzept zu erstellen für ein effizientes und demokratisches Unternehmen, weil er eben unzufrieden war, so wie das Unternehmen vorher geführt wurde, nämlich mit Hierarchien, Starrheiten und vielen Konflikten. Dabei waren die Kernmechanismen, die er entwickelt hat, erstens eine Organisation in Kreisen und dabei Doppelverknüpfung. Also statt eben der Pyramide gibt es für verschiedene Funktionen und Aufgaben Kreise, wo verschiedene Leute drin tätig sind. Und diese Kreise sind jeweils doppelt miteinander verknüpft, sodass, wenn zwei Kreise miteinander zu tun haben, aus jedem Kreis ein Vertreter im anderen Kreis sitzt. Dann freie Rollen, also statt dass Leute angestellt werden für eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Aufgabenbereich und einen festen Job, haben sie relativ freie Rollen, die sie eben gemeinsam abstimmen können und wo sie auch flexibel sind, welche Aufgaben in ihnen liegen, was sie tun möchten. Und als Entscheidungsfindungsprinzip der Konsent, da ist die Idee, das ist nicht zu verwechseln mit dem Konsens. Die Idee ist, dass wenn jemand einen Vorschlag macht für eine Entscheidung, dass sie dann durchgeführt wird, wenn es keine schwerwiegenden begründeten Einwände dagegen gibt. Und dadurch kann es sehr viel mehr fließen. Es müssen nicht alle aktiv dafür sein, es sollte nur keine schweren Einwände geben. Und außerdem ist es wichtig, eine Vision gemeinsam und eine Mission zu haben. Ja, das sind neben anderen so 4 Kernmechanismen. Die Bekanntheit von der Soziokratie ist allerdings relativ gering. Also kaum jemand kennt die. Es gibt wenig Unternehmen, die das oder Organisationen, die das eingeführt haben.
Und mehr dazu findet man auf der Website soziokratie.org. Ja, daraus entstanden ist dann 2007 die Holacracy, beziehungsweise Brian Robertson hat ein neues Konzept entwickelt, nämlich die Holacracy, wobei er allerdings stark inspiriert war von der anderen Soziokratie, was er allerdings nicht so sehr viel kommuniziert. Die Kernmechanismen der Holacracy sind nämlich einmal auch Organisation in Kreisen, oder da das Ganze auf Englisch ist, in Circles und Double Links, auch freie Rollen, eine sogenannte integrative Entscheidungsfindung ist zum Konsens relativ ähnlich. Allerdings ist noch stärker formalisiert und ausgestaltet, was begründete Einwände sind, wie damit zu verfahren ist und wie das zu lösen ist. Und es soll auch einen Purpose geben, also einen Unternehmenszweck. Also man sieht sehr starke Parallelen, aber die Holacracy ist sehr viel ausgebauter und formalisierter. Also es gibt eine sogenannte Holacracy Constitution, die hat 30 Seiten, wo genau beschrieben ist, wie jeweils vorzugehen ist, wie Meetings ablaufen, Entscheidungen getroffen werden und, und. Also wirklich sehr lang und ausführlich. Und wenn eine Organisation die Holacracy einführen möchte, dann wird sozusagen an einem Stichtag geben die bisherigen Geschäftsführer ihre Macht ab und übertragen die an diese neue Konstitution. Und damit ist es eben auch so ein Gesamtpaket. Also entweder man führt Holacracy ein oder nicht, so ganz oder gar nicht. Dazu kommt, dass das Ganze sehr kommerzialisiert wurde. Also die Holacracy, das ist eine Marke, die geschützt ist und wer die verbreiten will, wer Trainer werden möchte, muss teure Trainings durchlaufen und ja, Lizenzen erwerben. Also das Ganze ist ein Cash-Cow geworden für Brian Robertson, was so ein bisschen im Widerspruch steht zu anderen Prinzipien oder die Organisation, für die das gedacht ist. Die Bekanntheit ist allerdings relativ gut, also in den entsprechenden Kreisen. Und relativ viele Unternehmen oder Organisationen haben das schon mal ausprobiert, allerdings mit gemischten Ergebnissen. Manche sind zufrieden, aber einige wenden sich dann auch wieder ab nach einer Experimentierphase, weil es eben zu rigide und starr und zu formalisiert ist, dieses Gesamtkonzept so. One size fits not all. Ja, dann noch die Website. Und dann die Soziokratie 3.0. Die ist entstanden, wurde entwickelt von Bernhard Bockelbrink und James Priest, erst 2015, also ist noch sehr jung. Und die Idee war, die Fehler der Holacracy auszubügeln und da aus den Fehlern zu lernen und die Probleme zu vermeiden. Dadurch, dass man vor allem einen offenen Baukasten bereitstellt, eben für neue Organisationen, für Selbstorganisationen, aus denen man sich eben die Tools und Bausteine einfach raussucht, die man braucht und die man ausprobieren möchte. Und damit ist das Ganze sehr viel flexibler und dynamischer. Also man kann nicht sagen, man ist jetzt eine Soziokratie 3.0-Organisation, weil es gibt nicht das Gesamtkonzept, sondern man nimmt einfach, was einem nützt und lässt das weg, was man nicht braucht. Und kann damit auch sehr schrittweise vorgehen und ausprobieren. Und generell gibt es dabei 7 Grundwerte. Consent, auch als Entscheidungsprinzip, da ist immer der Grundsatz, is it good enough for now, safe enough to try. Also so eine gewisse Experimentierfreude auch. Also können wir das einfach mal ausprobieren. Gleichstellung, Verantwortung, kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung, Transparenz, Effektivität und Empirie. Das ist so ein Wertfundament. Und dann gibt es 69 Patterns. Patterns heißt, das sind die Bausteine, die man eben verwenden kann. Da habe ich noch eine Grafik, das ist jetzt ein Überblick über die ganzen verschiedenen Bausteine, die es da gibt. Und die beziehen sich eben auf die verschiedensten Bereiche, die so in einer Organisation existieren. Also eben auch, wie gestaltet man Meetings, wie wird dokumentiert, wie werden Rollen bestimmt und so weiter. Und jeder dieser Begriffe hier, jedes Pattern, ist eben so ein Knackpunkt, wo beschrieben wird, wie dieser Prozess am besten ausgestaltet wird. Und das Ganze kann man im Prinzip wirklich als so eine Best-Practice-Sammlung ansehen für die verschiedenen Bereiche einer Organisation. Eine gewisse Schwierigkeit ist, dass das Ganze ein recht eigenes technisches Vokabular hat, in das man sich erstmal einfinden muss. Also es fängt eben an mit den Patterns, Circles, Roles, dann Drivers. Drivers sind ja wie die zentralen
Bedürfnisse und Zwecke, die jeweils erzielt werden sollen. Und da gibt es eben verschiedene Sachen, wo man sich erstmal reinfuchsen muss, was das jetzt alles bedeutet. Deshalb, wenn man jetzt erstmal so eine Beschreibung von Patterns liest, kann man damit nicht so viel anfangen. Daher würde ich sehr empfehlen, wenn man das kennenlernen möchte, einen Workshop zu besuchen oder eben mit Leuten zu reden, die das implementiert haben und ausprobiert haben. Das Ganze ist im Gegensatz zu Holacracy komplett frei verfügbar, mit einer Creative Commons Lizenz ausgestattet und sehr gut zugänglich gemacht, also bewusst nicht kommerzialisiert. Die Bekanntheit ist noch relativ gering, aber es ist sehr stark im Kommen und sehr im Trend gewissermaßen, weil es eben auch für die, die es ausprobieren, sehr erfolgreich ist und eben auch sehr einfach mal verschiedene Patterns zu implementieren. Auf der Website sociocracy30.org kann man da noch mehr erfahren und da sind auch noch eine ganze Reihe Bilder und natürlich die ganzen Patterns erklärt. So, jetzt noch mal ein bisschen was zur Geschichte und Evolution, um auch den Zusammenhang zwischen diesen drei Betriebssystemen noch besser zu verstehen. Also das Fundament kann man ansehen als gesellschaftliche Ideale, die wissenschaftliche Methode und auch die Demokratie, mit der sich auch die Quäker beschäftigt haben, eine Bewegung, religiöse Bewegung in den USA, die sich eben auch befasst haben mit Gleichheit, Partizipation und wie sie das in ihren Meetings umsetzen können. Und die haben im Prinzip die Consent-Methode und auch sehr viel Mitbestimmungspraktiken entwickelt. Und Gerard Entenburg war auf einer Schule, die davon geprägt war. Und als der dann 1970 von seinem Vater ein Elektrounternehmen geerbt hat und eben unzufrieden war, wie Unternehmen traditionell geführt werden, hat er sich eben gewissermaßen erinnert an seine Schulzeit und diese Praktiken in seinem Unternehmen implementiert und damit die Soziokratie ins Leben gerufen. Ja, und 2008 hat Brian Robertson davon inspiriert, die Holacracy entworfen, als neues Konzept, eigenes Konzept mit eigenem Vokabular und sehr viel mehr Formalisierung und Detailgrad, also weil er auch noch weitere andere Konzepte integriert hat dabei. Dann wurde auch noch durch Agile und Lean, was auch Bewegungen und Prinzipien sind für moderne Organisationsgestaltung. Von diesen ganzen Sachen inspiriert ist dann die Soziokratie 3.0 entstanden, die eben auch die Fehler der Holacracy ausmerzen sollte. Ja, und das ist eben noch sehr frisch. Und auch erst 2014 war eben das Buch Reinventing Organizations entstanden, was einen ziemlichen Hype ausgelöst hat und eine ziemliche Bewegung in dem Bereich Organisationsentwicklung und damit natürlich auch da gerade sehr viel befördert und sehr viel in Bewegung gebracht hat. Jetzt ein kleines Fazit. Also die traditionelle Soziokratie ist der Ursprung des Ganzen und sollte deshalb auch eine gewisse Anerkennung erfahren, ist allerdings eben kaum verbreitet und wenig bekannt, also ein bisschen wie ein Relikt. Die Holacracy ist relativ bekannt und verbreitet, jedenfalls in den entsprechenden Kreisen. Allerdings zu formalisiert und unflexibel, weil es eben dieses One-Size-Fits-All-Konzept gibt, was eben nicht für jeden passt. Und außerdem zu kommerzialisiert und teuer, was mit der Philosophie von Thiel-Organisationen eigentlich so ein bisschen inkompatibel ist. Ja, und die Soziokratie 3.0 ist dahingegen sehr flexibel, sehr anpassbar, weil man eben einen flexiblen Baukasten hat mit Prozessen, die man beliebig einsetzen kann, ist völlig frei verfügbar, wird kontinuierlich weiterentwickelt und ist sehr stark im Kommen gerade. Der einzige Nachteil ist, dass es durch das relativ technische eigene Vokabular eine gewisse Zugänglichkeitshürde gibt. Also ich habe da mal ganz passend gelesen in einem Text, auf den ersten Blick wirke das zu verkopft und technisch und auf den zweiten Blick ist das ein genialer Toolkasten und das trifft es eigentlich ziemlich gut. Und daher ist die Soziokratie 3.0 auch meine Empfehlung, wenn man sich mit neuen Prozessen auseinandersetzen will, wie man seine Organisation besser gestalten kann und partizipativer, ganzheitlicher, sinnstiftender aufziehen möchte. Ja, das Ganze basiert auch auf einem Skript von Christian Rüther, das da heißt Soziokratie, Holakratie, Friedrich Laloux und. Wer sich eben noch tiefer mit dieser ganzen Materie auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich sehr dieses Skript.
Ja, das war's erstmal. Ich hoffe, das hat Sie weitergebracht. Tschüss.